Hallo Leute, willkommen zu meinem Tutorial, wie installiert man die Singleplayer-Commands für Minecraft 1.8.1. Ja, als erstes habt ihr eine Datei, die ich euch in die Beschreibung stelle, die ladet ihr euch einfach runter. Die habt ihr hier, tut ihr einfach draufklicken. So. Es öffnet sich hier was und ihr klickt jetzt einfach hier auf Install. Ich habe das jetzt schon lange gemacht, aber es ist nicht so schlimm. So, jetzt seht ihr hier, dass Installation erfolgreich war. Jetzt könnt ihr hier auf Start Minecraft. Jetzt startet sich euer Minecraft. Okay. Jetzt geht ihr auf Singleplayer, geht in eure Welt rein. So. Jetzt seht ihr schon unten so einen Balken. Jetzt könnt ihr hier zum Beispiel slash fly und so. Könnt ihr halt so fliegen. Ja, ist eigentlich ganz einfach. Okay. Ja, dann könnt ihr noch slash item und so, slash item 1. Jetzt habt ihr hier Stein bekommen, das hier nochmal zu demonstrieren. Könnt ihr mal slash item 27 möchte ich jetzt. So, jetzt habt ihr das bekommen. Und das wäre es eigentlich auch schon. Also es ist ziemlich simpel. Man braucht nicht lange, um das zu installieren. Wie gesagt, habe ich euch hier gerade gezeigt. Und yeah. Ciao. Jetzt, ciao.